So, willkommen zurück bei The Taylor's Principle. Ich nehme jetzt direkt im Anschluss an die gestrige Folge auf. Das heißt, eventuelle Kommentare von gestern kann ich leider noch nicht gelesen haben. Ich werde mal gucken, dass ich nicht immer so viel im Voraus aufnehme, aber auch immer so ein bisschen garantieren kann, dass quasi die Folgen zur gleichen Zeit immer hochkommen. Das heißt, mindestens einen Tag vorher aufnehmen, vielleicht sogar mehrere Folgen, dann wird wahrscheinlich der Fall sein. Ne, deswegen, es kann sehr gut sein, dass ich nicht immer direkt auf eure Kommentare eingehen kann. Aber ich versuche es doch. Ne, deswegen, wir werden es ja sehen, wie es läuft. Das war, glaube ich, knapp. Weiß ich gar nicht, ob das so sein sollte. Wahrscheinlich schon. Ja, machen wir es mal so. Wunderbar. Da ist nichts. Durch die Gitter kann man die leider nicht ablenken, soweit ich das gesehen habe oder soweit ich das herausgefunden habe. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Na, fahr weiter. Da ist noch ein zweiter. Brauche ich? Muss ich den damit jetzt? Ich glaube, ich muss das hier. Ich muss den anderen hier mitnehmen. Sonst wird das nichts. Als gemein, wenn das gesuchte Stück drin schon direkt am Anfang herumliegt. Man kommt da aber nicht ran. Ich glaube, das ist normal. Das macht man mit Absicht so. Um die Leute, um den Spieler zu ärgern. Voll fies und so. Okay, da geht es nicht hin. Na. Machen wir es so. Es war irgendwie klar, dass hier noch ein zweites Feld ist, dass man noch weitere von den Griffen bräuchte, von den Dämmern. Das war irgendwie zu erwarten. Sehr gut. Du lernst, so wie es deine Bestimmung ist. Ja. Aber deine Entscheidungen müssen deine eigenen sein. Deshalb werde ich dich nicht führen, außer wenn es nötig ist. Na klar ist das nötig, ja. Siehst du doch. Ich habe doch keine Ahnung. Siehst du mal, ein Stern, der meinen Namen trägt und auf mich wartet. Ein bisschen zumindest. Braucht man nur einen Jammer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man hier irgendwas noch freischalten kann, quasi, dass man das mit sich herumtragen kann. Aus den... Oder dass man aus diesem Labyrinth da irgendwo was rausklaut vielleicht. Vielleicht hilft das ja, ich weiß es nicht. Oder ob hier außenrum halt irgendwas liegt, das wäre noch die Frage, die hier zu stellen bleibt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die müssen ja eigentlich hier draußen sein, ne? Wir haben noch mehr Texte hier. Etwas Fremdes kam in unsere Welt wie eine Verzerrung, wie etwas, was nicht existieren sollte. Eine wunderschöne Stimme spricht aus deinem Inneren. Okay. Diese Stimme gehört nicht hierher. Sie ist nicht das Werk des Gestalters. Wir müssen diese Anomalien meiden, sonst verbreiten sie sich und untergraben das Gefüge unserer Welt. Okay. Das Werk des Gestalters. Wer ist dieser Gestalter? Ist das unser Gott hier, unser Kollege? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sein Garten. Ich meine, einen Garten legt man meist so an, dass der einem gefällt, ne? Dass er dem Ersteller gefällt, gehe ich mal von aus. Vielleicht ist das ja hier auch der Fall. Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Ich weiß es nicht. So, ihr könnt natürlich auch gerne immer eure Meinung dazu schreiben, was denn vielleicht die ganzen Textzeilen hier uns sagen sollen und die ganzen gehörten Sachen. Das wäre sogar ganz lustig vielleicht, dass wenn ich mal auf dem Schlauch stehe oder vielleicht noch nicht so ganz viel mit den ganzen Sachen anfangen kann, ob ihr dann vielleicht mehr Ahnung davon habt oder mehr interpretieren könnt. Falls ihr das Spiel schon durchgespielt habt, ne, bitte nicht spoilern und solche Geschichten, das möchte ich natürlich möglichst alles selbst herausfinden hier wieder. Also falls ihr da schon was wisst, dann bitte ein bisschen zurückhalten. Ansonsten, ja, freue ich mich einfach darauf, auch von euch ein paar Stimmen zu hören hier zu diesem ganzen Geschehen. Das wäre nämlich sehr nett. Das fände ich cool. Das wäre eine schöne Angelegenheit. So, ich eile mal ein bisschen um die Gegend hier. Ich weiß noch nicht genau, was dieses Britzel, was der Britzelzaun jetzt genau macht. Wie gesagt, ich meine, wir haben da ja schon mal uns selbst quasi von außen gesehen, einmal da. Sie soll auch eine Taste geben von... Ah, okay. Das war H. Das sind wir selber. Von daher,
Ich weiß nicht genau, ne? Wenn jemand sagt, er ist unser Gott oder unser Vater, wir sind sein Kind. Wir sind halt auch ein Roboter, ne? Ich weiß nicht genau, wie vielte Version wir eigentlich sind. Oder was hier überhaupt genau alles passiert ist. Ich glaube, vielleicht kriegen wir das noch raus. Ich weiß es nicht. Wir könnten noch weiterreden. Haben wir das schon gelesen hier? Okay, das geht nicht aus der Sicht. Geht das doch? Ich hätte gerne Text. Das wäre ganz cool. Text. Kein Text. Benutzen, das kann ich. Ich würde gerne den Text lesen hier. Oder muss ich das jetzt mit dem Smartphone einscannen? Ich könnte das gleich machen. Ich werde aber nochmal schauen, ob das vielleicht auch so funktioniert hier. Benutzen. 47 Millionen verteilte Ressourcen. Genau. Fehlerlog. Achso. Fehlerlog, die menschliche Maschine. Warte mal. Ich muss mal eben noch exiten hier. Ach, das ist extra. Okay. So viel Text hier aber auch. Ich dachte, wir können einfach so ein paar Rätselchen lösen und dann haben wir Feierabend. Fehlerlog. Archiv kann nicht geöffnet werden, bla bla. Oft denke ich jenes Tags, als ich zuerst vom Schlaf erwachtend unter Blumenschatten mich liegend fand, verwundert, was ich wäre, woher und wo und wie ich hingekommen. Fehler, unbekannter Fehler. Sehr philosophisch das Ganze gehalten. Ian heißen die Dinger hier. Die menschliche Maschine. Eine Internet-File. Thema 3. Eines Tages entdeckten sie, dass sie nicht ein Mensch, sondern eine Maschine sind. Okay. Sie, damit meinen sie, das bin ich jetzt, ne? Ihr Leben bisher war real, niemand kontrollierte oder programmierte sie, sich auf eine bestimmte Art oder Weise zu verhalten. Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind identisch mit denen eines organischen Menschen, aber sie sind in einem Labor entstanden. Niemand außer ihnen weiß davon. Eine Familie, ihre Freunde, alle denken, sie sei, alle denken, dass sie ein normaler Mensch sind. Sie können ihr Leben weiterhin so leben, wie es bisher getan haben, und nichts würde sich ändern. Wie reagieren sie? Richten Sie besonderes Augenmerk auf die folgenden Fragen. Verändert sich Ihre Idee von sich selbst? Sind Sie immer noch die gleiche Person? Hat sich Ihr Verständnis der Welt verändert? Teilen Sie diese Informationen anderen mit oder werden Sie es für sich behalten? 1500 bis 2000 Wörter, der 26. ist der letzte Abgabetermin. Es werden keine Verlängerungen gewährt werden, per E-Mail einreichen oder blablabla. Eine Hausaufgabe. Also wir sind... Die Zeitkapseln, die wir hören, das sind ja auch von einer jungen Dame oder einer, ich weiß nicht, doch, junge Dame. Vielleicht nicht mehr Schülerin, aber gut, als, ich sag mal, Grundschülerin würde man solche Texte, solche Aufgaben sowieso nicht bekommen. Sind wir eigentlich, sind wir quasi das mentale Abbild von der Dame oder wie läuft es hier? Es würde zumindest erklären, warum wir quasi Zugang zu all diesen Sachen haben. Absender Bob Rakowski an 108 Empfänger. Ui, Gnag. All diese ruhigen Menschen machen mich verrückt. Haben sie sich plötzlich alle in Buddha verwandelt oder was? Ich wusste nicht, dass die Welt noch solche Vorräte an Gelassenheit hatte. Obwohl diese Gautamas der letzten Tage... Was? Gautamas? Ja, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Die letzten Tage meistens wenigstens ein bisschen realistischer sind. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Diese paranoiden Spinner, die Bunker bauen und Waffen sammeln. Was werden sie jetzt tun? Die... erschießen? Obwohl ich zugeben muss, dass die Reaktion im Großen und Ganzen viel besser war, als ich erwartet hatte. Bis hin zu dem Punkt, an dem ich vielleicht von der Schönheit der Menschheit gerührt worden wäre, wenn ich nicht so ein grummelnder alter Arsch wäre. Diese Idioten-Minderheit versauert mir wirklich meine letzten Tage. Er gibt sich sehr viel Mühe. Egal. Der Grund, aus dem ich das hier schreibe, ist, dass ich nicht an Situationen ohne jegliche Lösung glaube. Wenn wir nur alle unsere Köpfe zusammenstecken, werden wir schon einen Ausweg finden. Es wird absolut verrückt sein. Er wird absolut verrückt sein. Aber verrückt ist besser als tot. Verrückt ist das, was wir auf diesem Planeten am besten können. Okay, das kann sehr gut sein. Wir haben alles gelesen hier.
glaube, ich bin jetzt einmal um die Insel rumgelatscht, ne? Hier ist sonst nichts versteckt, das ist gut. Wo ein Stern ist, wissen wir. Wir haben da nicht so wirklich viel von, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht, ob wir dann durch die Sterne irgendwelche Bonusgeschichten oder sowas freischalten. Ich frage mich halt immer noch, warum hier oder was dieses Rumgebritzel ist. Ob das was mit dem Verschwinden und Erscheinen eines weiteren Roboters zu tun hat. Der war ziemlich blau, ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Okay, genug rumgelatscht hier, glaube ich. Falls ich da die andere Person nochmal finde, dann quatsche ich den halt an, tippe ich den auf die Schulter und sage, hallo, da ist er. Was? Ja, hallo, tipp, 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 Schulter. Okay, ich folge, ich folge. Ja, wo willst du hin? Wo willst du hin? Freundchen. Hey, rennen wir nicht weg? Was ist das denn jetzt? Warte mal, hä? Hä? Finden wir den jetzt nochmal hier? Die Musik ist ganz schön. Nee, ich sehe den gerade mal nicht. Also das scheint eine Aufnahme zu sein von irgendwas vorherigem, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Und da kriegen wir so ein Symbol. Ich hätte mich einfach mal hier reinwerfen in das nächstbeste Abenteuer. Rätsel. Ein kleines L wartet auf uns. Selbstmordmission. Das klingt... Das klingt, als ob... Naja. Als ob wir hier heile rauskommen würden. Da. Ist das ausgeschaltet? Ach, man muss es aktivieren. Das ist der Schalter. Warum auch immer man das sollte. Tja, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Immerhin kann man auch mit den Sachen in der Hand schnell rennen. Das ist schon mal ganz angenehm. Okay. Ich glaube... Na. Wenn man das aktiviert, dann ist man sofort Matsche. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist interessant. Ein bisschen zumindest. Wir haben aber nur einen Jammer dabei. Oder wie sieht das aus? Ja, doch. Warum sollte man das anschalten? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Na klar, ist es Selbstmord? Also wir haben die Mission quasi, den Namen da schon, haben wir schon vollständig gemacht. Naja, so richtig dran vorbeikommen, könnte man ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich. Aber dass die Kugel da irgendwelchen Schaden anrichtet, ist auch eher unwahrscheinlich, ne? Dass man da irgendwie dran vorbeikommt dann. Durch die Explosion, die da entstehen würde. Ich meine, man selbst reißt halt komplett dabei. Das wäre etwas ungünstig. Da komme ich so schnell nicht dran vorbei. Der rennt da auch fleißig vor sich hin. Die Spielmechanik habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie jetzt die Waffe uns hier den Weg bereiten sollte. Noch nicht so ganz. Da komme ich auch nicht weit genug durch. Das ist zwar auch ganz schön hier. Oder ist das noch irgendwo anders mit verbunden? Noch irgendwelche anderen Geschichten hier? Sich öffnen würden. Ich glaube nicht. Da komme ich auch nicht rüber. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Oder schießen die sich da gegenseitig ab? Die Kugeln hier.
Ah, siehst du mal, das muss man ja auch erstmal lernen. Warum auch immer der dann plötzlich die Aggro auf sich zieht. Oder warum das funktioniert. Das ist natürlich interessant und gut zu wissen vor allem. So, ich finde es schön, dass die Lösung dann, oder dass nach der Lösung das Level dann sich quasi öffnet, damit man da weiter durchkommt. Finde ich sehr schön. Und hatten wir nicht zwei grüne Sachen oben links? Nee, ne? Ach so, okay. Ich glaube, ich verstehe, dass das die gelben Symbole einmal für einen von diesen Laser-Umlenkern ist. Das, den werden wir noch bekommen. Und das andere ist für den Würfel, den wir dann anscheinend noch bekommen werden. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich gucke nochmal hier wegen Rätsel. Da ist noch eins zu holen hier auf der linken Seite. Saal der Fenster. Okay. Ist das? Das ist auch noch ein Gemmer. Einer steht für uns bereit. Hier kann ich rein. Mit dem kann ich auch nicht so viel machen jetzt hier, ne? Das kann ich öffnen, klar. Ist zumindest das Offensichtlichste. Ich weiß aber nicht, ob es das Richtige ist, ehrlich gesagt. Das dauert noch ein bisschen. Da hinten ist noch, das dauert noch einen kleinen Augenblick. Komme ich von hier? Habe ich da Sichtkontakt irgendwo? Nee, habe ich nicht. Das heißt, wahrscheinlich muss ich da durch. Ich vermute mal... Habe ich, wenn ich hier stehe, habe ich dann Sichtkontakt zu einem anderen Feld? Nein, hätte ich nicht. Das ist schlecht. Ich gucke mich erstmal noch hier vorne um. Wahrscheinlich denke ich gerade mal zu kompliziert. Oder so. La, da, da, gucki, guck. Nichts. Richtiges. Da ist zu, da ist es direkt hinter. Gibt es hier noch weit... Na, weitere wird es nicht geben. Denke ich mal. Oder wenn man hier steht, mache ich das Feld hier nochmal auf. Von der anderen Seite aus. Ja, durch... Na, natürlich. Durch das hier. Natürlich. Siehst du mal. Einfach mal quer durchgehalten hier. Und schon läuft's mit den Nachbarn. Und den anderen Pnöpeln hier. Plonks. Damit hätten wir alle für diesen Abschnitt hier. Wo auch immer die eingefügt werden müssen. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Beziehungsweise noch nicht so richtig. So, wunderbar. Wir können mal schauen hier. Doch, es sieht aus, als ob wir hier nur drei Sachen zu finden hätten. Kann das sein? Wo ist das Schild? Hier, da, drei Stück. Ansonsten haben wir kein Schild hier. Das heißt, im Prinzip müsste man alles sehen, was hier zu finden ist, ne? Dann würde ich sagen, hauen wir uns nochmal eben hier in die Konsole ran. Teil 2 des Zertifikationsprogramms wurde nun generiert. Teil 2 wurde entwickelt, um die Widersprüche in den nicht erwartungsgemäßen Antworten der letzten Runde zu testen. Was? Da waren keine Widersprüche. Sie werden nun eine Reihe von Aussagen zu lesen bekommen. Bitte zeigen Sie an, ob Sie zustimmen. Start. Ja. Aha. Da alle Menschen Personen sind und manche Menschen mentale Fähigkeit ähnlich den von Tieren besitzen, sind manche Tiere demnach Personen. Da alle Menschen Personen sind und manche Menschen mentale Fähigkeiten ähnlich denen von Tieren besitzen, sind manche Tiere demnach Personen. Nö. Ah, schon, also Tiere können eine Persönlichkeit haben, aber sind es dann Personen? Personen sind für mich meistens Menschen. Wow, diese Eingabe wurde akzeptiert, das ist schön. Eine Person unterliegt keiner Autorität außer der sie selbst zustimmt. Ah. Was sind das schwierige Fragen hier? Naja, es gibt ja Sachen, da ist man automatisch untergeordnet. Zum Beispiel Eltern. Ne? Solange die für einen haften quasi, sind die Eltern die Autorität. Oder was weiß ich, später gibt es natürlich irgendwelche Gesetze, irgendwelche staatlichen Geschichten, dass man da irgendwas zu machen hat. Ne? Weil, also da macht man das ja oft auch nicht, weil man das selber will, sondern weil man das machen muss. Eine Person unterliegt keiner Autorität außer der sie selbst zustimmt. Also gefühlt würde ich sagen, es wäre schön.
Aber es stimmt nicht so ganz. Die Lebensqualität von Personen sollte maximiert werden. Das ist, ich finde schon, ja, stimme ich ganz zu. Wert wird entdeckt. Ja, ist halt die Frage, was gemeint ist, ne? Also, etwas ist so viel wert, wie jemand quasi versucht, oder wie jemand bereit ist, dafür zu geben. Von daher wird es schon entdeckt werden, ja. Personen haben die Begabung, mit denen sie geboren wurden, verdient. Nö. Nö. Es gibt unbegabte Leute, die total nett und freundlich sind und denen man wünschen würde, dass sie mehr begabt sind. Die Freiheit von Personen sollte maximiert werden. Ja, komm, hier, Freiheit ist super. Wert wird erschaffen. Weiß ich nicht. Klar, entdeckt werden. Ich meine, man erschafft ja trotz, also man erschafft ja, wenn man was erschafft, erschafft man ja etwas mit Wert. Also es kann schon erschafft werden. Kann erschaffen werden. Aber es muss halt auch entdeckt werden. Weil wenn man sich selber Mühe gibt und sagt, hier, komm, geilster Wert ever. Und dann kommt jemand anderes an und erkennt das nicht, dann ist halt auch blöd. Ich sag trotzdem mal ja. Danke, Zertifikationsprozess ist nun abgeschlossen. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, sobald Ihr Benutzerprofil erstellt wurde. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich finde es aber ganz gerade mal ganz lustig. Muss ich ja sagen. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, was das hier alles so wird. Ian. Absender Frank Ngatai. Miles Ngatai, dann Ngatai. Betreff Ian. Mein erster Tag im Institut für angewandte Noematik. Punkt. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich fürchterliche Angst. Was, wenn sie mich nicht mögen? Was, wenn sie alles. Was, wenn sie alle Genies sind und ich ein totaler Hans Wurst? Vielleicht haben sie mich nur auf den Arm genommen, als sie gesagt haben, dass ich hier arbeiten darf. Ich finde es schön, dass in der Lokalisation hier Hans Wurst mit eingebaut wurde. Finde ich gut. Ich zittere, als ich das Gebäude betrete. Es wäre auch schön. Dann kommt man in ein Gebäude rein und zitiert erstmal etwas von Goethe, meinetwegen. Gleich am Eingang hängt ein lebensgroßes Poster von Jeff Goldblum. Was zur Hölle? Dann kapiere ich's. Institut für angewandte Noematik. Ian. Dr. Ian Malcolm aus dem Jurassic Park Film. Ah, Jeff Goldblum. Natürlich. Dr. Sarah Pai kommt runter, lächelnd. Wir haben versucht, ein fetziges Akronym zu finden, als das Institut damals gegründet wurde, sagte sie. Ianapno. Alles hat sich dumm angehört, aber wir wollten es nicht einfach Ian nennen, weil, naja, Ian ist halt ein Name. Dann machte jemand einen Witz darüber und nannte es Jeff und irgendwie ist das hängen geblieben. Also sind wir offiziell Ian, aber wenn Sie jemanden hören, der das Institut Jeff nennt, dann ist das unser interner Name. Ich weiß, verdammter Geeks. Nach diesem Gespräch hatte ich nicht mehr so viel Angst. Das ist sehr sympathisch, doch, durchaus. Athena-Analyse. Benutzer Alex16 hat 4 Notizen hinzugefügt. Ach, Benutzer. Notiz 1. Das sind nicht so viele. Erster Satz. Sie wachte in einem unmöglichen Ort auf und erinnerte sich an nichts. Ist mehr als nur der Anfang eines weiteren amnesiebasierten Mystery-Romans. Obwohl wir nicht so weit gehen sollten, als den ganzen Roman als Allegorie zu deuten. Vielmehr sollten wir das Novum im Kern der Narrative ernst nehmend, Notiz 2. Ohne angeborene Kenntnis der Natur der Welt gezwungen, sich auf das zu verlassen, was uns von anderen erzählt wird und was uns unsere eigenen subjektiven, begrenzten Sinne sagen. Kodierungskrams, gesellschaftliche Realität, Glauben und objektive Realität, Materie in Konflikt geraten. Notiz 3 in Kapitel 16, ein zweites Erwachen in Artemis Königreich. Wenn die Protagonistin ihren Mentor befragt. Notiz 4, eine sinnvollere Interpretation kann nur durch die Synthese von
Also sehr vollständig ist das nicht. Ich glaube, das macht es auch nicht unbedingt eindeutiger, diese ganzen unvollständigen Texte hier. Was hier denn genau passiert. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also es scheint wirklich sehr philosophisch hier zuzugehen mit allen Geschichten hier. Ich finde es halt schön, dass das Spiel einem nicht erklärt, was hier alles genau passiert. Das finde ich sehr schön. Es gibt viele Geschichten, wo man einfach reingeworfen wird und man muss erstmal herausfinden, was geht hier eigentlich vor? Wer bin ich vor allem selber? Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich würde uns eher als Testsubjekt irgendwie sagen. Oder wir haben die Seele von irgendjemandem eingehaucht bekommen quasi. Ich weiß aber nicht, wer das ist und warum überhaupt. Talos-Prinzip. Vielleicht weiß das mehr. Straton von Stagera. Ob es nun stimmt, dass Daedalus den Riesen Talos erschaffen hat, oder ob er, wie andere sagen, ein Geschöpf der Hephaistos war. Das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er aus Bronze bestand und nur eine Ader besaß, in der eine flüssige Substanz wie Blut floss, von der manche meinen, es sei Quecksilber gewesen, und von der anderen behaupten, sie sei wie das Blut der Götter gewesen. Der Verlust dieser Flüssigkeit ließ ihn sterben, wie auch ein Mann stirbt, wenn er sein Blut verliert. Kann man dann nicht sagen, dass Talos, obwohl er als Maschine oder Spielzeug erschaffen wurde, alle grundsätzlichen Eigenschaften eines Menschen hatte? Er bewegte sich aus eigenem Antrieb, er sprach und konnte auf Fragen antworten, hatte Wünsche und Sehnsüchte. In der Tat war dies in der Geschichte der Argonauten die Ursache seines Niedergangs. Wenn also eine Maschine alle Eigenschaften eines Menschen haben kann und sich wie ein Mensch verhält, während sie von nichts anderem angetrieben wird, als von ihrem genialen Bauplan und dem Zusammenspiel ihrer Materialien nach den Prinzipien der Natur, dann folgt daraus nicht, dass der Mensch auch als eine Maschine angesehen werden kann. Dies widerspricht allen Lehren und der Metaphysik. Aber dennoch kann selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben. Uiuiui, harter Stoff, muss ich sagen. Wir bekommen wahrscheinlich noch relativ viele Texte hier. Was ganz cool ist, also man erfährt auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich würde mal... ich glaube an den Stern, ich weiß nicht, ob ich da schon rankomme. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde auch mal hier wieder noch einen kleinen Schnitt machen. Ich möchte das gerne folgenweise halten. Ich glaube, die Folgen sind aber viel zu lange gerade mal. Das ist schon wieder eine halbe Stunde geworden, oder? Ich weiß es nicht. Ist halt sehr viel Text, ist halt stellenweise auch sehr viel Rätselei. Wir haben hier, okay, wir haben die nächsten paar Sachen hier abgeerntet. Ich würde mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter hier bei The Talos Principle und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich das immer so folgenweise halte mit An- und Abmoderation und so. Ich will das mal probieren, ob mir das vielleicht auch liegt. Wahrscheinlich werden dadurch die Folgen sehr verschieden lang werden. Aber ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, am Anfang einer Folge begrüßt zu werden. Ja, deswegen als kleiner Test vielleicht mal hier. Bis zum nächsten Mal hier. Adieu und Schüssel.